Upsi. Jetzt muss ich aber hinten, glaube ich, mal für Licht sorgen. Oder? Keine Ahnung. Ach, auf jeden Fall muss ich jetzt, bevor ich hier die Nacht durcharbeite, muss ich hier gerade mal zwei Brote essen. Jetzt habe ich hier drei einzelne Pflastersteine. Die verbaue ich jetzt hier. Zwei, drei. Und jetzt hier noch ein paar Pflastersteine. Eins, zwei, drei. Ne, ich muss jetzt nicht zählen. Okay. So, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Boden. Ein Boden. Beziehungsweise ich weiß auch noch gar nicht, wie ich hier, was ich hier mit der Seitenbegrenzung mache. Mache ich hier auch wieder Glas, so wie unten? Beziehungsweise, ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt mal mit den Leuchtsteinen hier den Turm irgendwie beleuchte, aber eigentlich, naja, weiß ich jetzt gerade nicht. Bevor sich hier in der Mitte dann irgendjemand tummelt, brauche ich hier meine Fackel hin. Ich hoffe mal, die Bücher brennen hier nicht ab. Was ja auch heißt, hier oben drauf. Oh, jetzt fängt es ja an, das Regnen an. Und wieder hört man es nicht regnen. Naja. Ich weiß nicht, warum ich diesen Bug habe, ist, dass ich es nicht regnen höre. Naja. Ja, die Frage war, was mache ich jetzt nach oben? Mache ich jetzt. Nee, eigentlich kann ich die Bücherregale ja offen lassen. Jetzt mache ich da einfach nur oben drauf irgendwas. Keine Ahnung, das ist jetzt mal frei. Die Frage mit dem Boden war noch nicht geklärt. Das da unten ist, sieht man ja nicht dann, wenn der Boden dann auf der Ebene drin ist. Holzboden oder Steinboden? Holzboden oder Steinboden? Holzboden oder Steinboden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich das hier. Das wollte, hatte ich hier. War mir hier irgendwie auch schon immer ein Dorn im Auge. Ach, wie, mit was? Mit welchem Werkzeug bekomme ich denn effektiv die Wolle hier wieder raus? Super, jetzt regnet es mir hier durch. Oh Mann. Naja, da kannst du aber nichts kaputt machen. Wegen was bin ich jetzt hier gerade drunter gegangen? Wegen. Ach ja, eine Leiter brauche ich jetzt auf jeden Fall, um wieder hochzukommen. Sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Sonst komme ich nicht mehr hoch. Aber was wegen. Was bin ich denn jetzt eigentlich runtergegangen? Wo ist denn eigentlich jetzt. Ah, da, ach, da unten nichts. Damit die Wolle schon nur aufheben. Und dann geht's wieder hoch. Jetzt habe ich gerade gedacht, da hängt ein Creeper an der Decke, aber das ist ja schon mal gleich so eine Ranke, die die da um die Ecke schaut. So. Und dann kann ich ja direkt reinfallen hier, meine. Okay. Glas oder nicht Glas? Das ist ja die Frage. Die andere Frage war ja Stein oder nicht Stein. Ich könnte hier mal einen Holzboden machen. Machen wir da mal einen Holzboden. Und zwar, jetzt fange ich mal an hier mit dem dunklen Holz. Da habe ich aber nicht genug. Da habe ich jetzt nur 53. Da muss ich am nächsten Tag gleich mal losgehen und neue Hölzer besorgen. Dazu brauche ich jetzt aber auch dann mal die Leiter nicht da lassen. Stein ebenfalls. Wo war denn der Stein denn hier? Das Zucker, die Bücherregale lasse ich auch da. Die Falltüre brauche ich jetzt auch nicht mehr. Im Moment zumindest. Da habe ich noch eine vorrätig. Zaun, ich brauche ein dunkles Holz. Dunkles Holz brauche ich noch. Muss ich schon mal schauen am nächsten Morgen, dass ich mir hier noch Holz besorgen gehe. Hier habe ich drei. Das ist eine Buche, was ich da mit mir rumschleppe.
meine Buch kann ich ja mal auch da lassen. Ich brauche, wollte mir noch mal eine Axt mitnehmen. Eine Axt. Die brauche ich jetzt zwar noch nicht, aber am nächsten Morgen. Jetzt bringe ich mal, soweit mir die Bretter reichen, die klemme ich mal da oben einfach auf den Boden. Schönen dunklen Fußboden. Ja, das unter der, die Erde unter den Bücherregalen, also einfach mal, die stört dann nicht. Die sieht nachher kein Mensch mehr. So, jetzt packe ich hier mal die Fackeln. Ich könnte natürlich hier oben. Also, hier oben dann was machen mit den Leuchtsteinen. Die Beleuchtung hier oben kann ich irgendwie mit diesen Leuchtdingern machen. Jo, so viel dazu jetzt. Die Umzäunung, die kann ich jetzt hier noch machen. Jetzt brauche ich mal Stöcker, viele Stöcker. Hab ich hier noch ein Stack? Ja, da ist noch ein Stack. So viel, 32 reicht nicht. 42 dürfte auch noch nicht reichen. 46 reicht wahrscheinlich auch nicht für die Umzäunung. Ach, was, ich mache keine Umzäunung, ich mache hier wieder ein Glas hin. Ja, okay. Das heißt, ich muss ja genug Glas habe ich dann nicht, wa? Habe ich genug Glas? Ich bezweifle es an dieser Stelle mal. Sandglas. Wie viel Glas kann ich mir denn hier machen? Oh Mann. Aber vielleicht reicht es hier schon. Wir schauen mal, wie weit ich mit dem Glas hier komme. Will ich hier machen wie hier? Oh, jetzt geht's ja nicht. Ups. Hier rüber geht's. Zap, zap, zap. Ja, jetzt haben wir hier wieder ein Projekt, ein Bauprojekt gestartet. Mal schauen, wie lange uns das beanspruchen wird. Oh, da hinten geht schon die Sonne auf. Sobald in die Sonne aufgegangen ist, werde ich auch losmachen und Bäume schlagen. Da muss ich mal gucken, dass ich die richtigen Bäume erwische. Ich brauche dunkles Holz. Da werde ich die im Sumpf mal versuchen, ob das die richtigen sind. Vielleicht sind es nicht. Dann habe ich auf jeden Fall einen Holzvorrat. Ich hatte ursprünglich auch überlegt, ob ich diese meine kleine geheime Bücherei unterirdisch baue. Also praktisch dann auf irgendwo da unten hin, wo ich auch jetzt das Portal gebaut habe. Aber ich habe mir gedacht, jetzt haben wir ja schon so einen Turm gebaut und dann erweitern wir den Turm einfach nochmal um eine Ebene. Ich meine, wenn wir den Turm schon mal haben, dann benutzt man auch. Soll der Geiz. Außerdem haben wir nach oben jetzt ja noch ziemlich Platz. Da ist man jetzt ja seit ein paar Updates nicht mehr eingeschränkt. Also nicht mehr so arg eingeschränkt. Dass man da auch ruhig mal ein Stückchen nach oben gehen kann. Kann ich ja auf jeden Fall schon mal hier runterfallen. Das ist gut. Nicht, dass wir hier wieder einen Freiflug haben, wie wir es auch in der Folge mit den Ranken hatten. Ich gleich bei der ersten Ranke, die ich ausgebracht habe, dann den ganzen Berg hinuntergefallen bin, aber zum Glück im Wasser gelandet bin. Ich bin
eh so ein bisschen gerade vom Glück verfolgt. Mal schauen, wie lange das anhält. Im Untergrund hat uns der Creeper nicht erwischt. Bei den Ranken sind wir glücklicherweise ins Wasser gefallen. Er lief es doch eigentlich gar nicht mal so unglücklich ab bislang. Hier mein Let's Play. Bin ich jetzt hier schon mal gestorben? Ich glaube nicht. Ich will es jetzt nicht beschreien. Auf jeden Fall muss ich dann ja auch noch ein Dach drauf machen. Was geht denn hier ab? Nein! Was ist denn das? Danke. Ein Dach drauf machen, sonst werden die Bücher ja ganz nass, die ich hier... Ach so, geschneller. Sonst werden die Bücher nass, die ich hier eingebaut habe. Und dann, bevor ich mein erstes Buch bezaubern kann, mein erstes... Man kann ja dann die Werkzeuge und sonstige Sachen irgendwie, Items verzaubern. Dann sind die Bücher nass, bevor ich hier das erste Dings verzaubert habe. Das ist natürlich doof dann. Na, jetzt habe ich hier gerade ein kleines Bauproblem. Dass ich immer vorbeiklicke. Na, gehst du wohl? Jetzt, hier. Durch den Regen wird es gar nicht hell, so richtig hell heute. Aber ich muss dann trotzdem, wenn ich jetzt die Reihe Bücher, Glas fertig habe, gehe ich dann gleich mal runter. Und werde, und werde, und werde. Jetzt Bäume schlagen gehen. Es hat mir das Glas doch weit gereicht. Naja, gut. Bäume schlagen gehen, ja. Also Sand haben wir noch genug, wie wir jetzt hier sehen. Sand haben wir noch. Also Glas meine ich. Holz brauche ich jetzt.